Meerholz. Na 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 na. Meerholz. Meerholz. Na 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 na. Meerholz. Ich hab Zombiefleisch. Ja. In the middle of the Holz. Ich vermisse ja schon wieder so ein bisschen die Fackel in der Hand nehmen. Und wieso kannst du aber hacken und nebenbei trotzdem was machen können? Ja, du meinst jetzt die Fackel in die andere Hand zu nehmen, ne? Ja. Ja, ja. Ja, das, da habe ich mich ja noch nicht dran gewöhnt. Mi vermisst das noch nicht. Mi ist noch nicht so weit. Nein. Hey, es war vorhin voll Action. Ja, ich bin immer noch ganz fertig. Ich musste deshalb auch so husten, weil ich so am Schreien war aus Angst. Es war ja fast wie bei Zalando. Schrei, wenn du kannst. Tut mir leid. Nichts passiert, das war Action. Warte in der Leitung, war doch cool. War ja, cool Action, wird schon wieder Abend übrigens. Wird ja mal ein bisschen Action. Oh, schnell, 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 schnell. Endlich Action, Hase war zufrieden, hörst du es? Ja, das mit dem Lalelu nützt nämlich nichts. Nee, hallo Koshi. Wir müssen hier noch was machen später. Ja, ja, natürlich müssen wir was machen. Das geht schon. Nee, das geht nicht, vor allem brauchen wir erstmal Fenster fürs Haus, dass die Viecher einen nicht drinnen mehr triggern. Das war nämlich auch noch so ein Problem, dass die schon direkt angegriffen haben. Ich kann nur nachts schlafen. Hm. Hallo. Da unten laufen die Mädels draußen rum. Kommt jetzt wieder in mein Wandbett dann, ne? Oder wie jetzt? Wandbett. Also, ich musste immer noch dieses, Huch. Dings geben. Welches denn? Achso. Danke. Und ein Seil habe ich dir hingeworfen. Hm. Ein Seil? Oh, ein Seil! Achso, ein Faden. Ich muss an dem Terminus Technicus noch arbeiten. Mist, kein Huhn raus. Setz dich spannend ins Bett mit dir. Ich gehe ja schon. Nicht du. Ich meine den Groschi. Oha, da fängt die weibliche Verbrüderung nun an. Huch. Ausgeschlafen. Huch. Grosch, ich bin in deinem Kopf. In meinem Kopf? Ja, da bist du öfter mal, du. Ich brauch mehr Holz. Na, 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 na. Ach, machen wir einfach einen dicken hier. Weil wir es können. Nicht. Es ist halt normales Minecraft, was ich hier gerade mit euch mache, ne? Diese hochkomplexen Zäune, die Hase da produziert hat, die, ja. Werden nach Dings dann. Ja, die werden ignoriert. Vorerst. So, hier kommt ja dann noch das Häuschen irgendwie hin. Ich habe jetzt einfach mal hier so ein bisschen Zaun hingemacht, damit es irgendwie, ja. Man kann hier hinten noch ein bisschen Zaun machen. Ich mache jetzt erstmal da einen Zaun drum, damit da keiner reinfällt. UVV, wisst ihr? UVV, ihr wisst's ja, ne? Das ist wichtig. Unverwötung, immer wichtig. Ne? Rück ich jetzt hier eigentlich deinen Bienen zu sehr auf die Pelle, Hase? Das weiß ich nicht. Wenn du gestochen wirst, weißt Bescheid. Da sind Bienenmaden drin im Honig. Wer will denn Honig mit Bienenmaden? Das sind keine Maden, das sind Larven. Da steht aber Made dran. Bienenmade, nicht Larve. Sabbat. Das sind meine kleinen süßen Larven. Maden. Larven. Larvenmaden. Ach ja, schön. So, jetzt haben wir erstmal einen Abgang hier. Der ist allerdings noch völlig türlos. Völlig türlos. Oh, meine Pizza. Meine Pizza. Und wieder kein Platz im Inventar. Hm. Das Schild hast du mir schon zugeschmissen. Hab ich? Okay. Ja, ich, ja. Deswegen auch schon wieder voll. Vielleicht ist es auch einfach Zeit, die Pizza aufzuessen. Huch, da geht's auch runter in die Mine, ne? Ja, der Eingang wird umgelegt. Ja, ich hab's gemerkt. Da ist ein Loch jetzt. Und hier, jetzt kann man doch das Rohr lang gehen. Das ist alles wieder zugebaut. Und jetzt hast du es wieder aufgebaut. Ja, weil da ein Holzrohr lang kommt. Ja, cool. Ich finde das auch geil, dass man es jetzt sieht.
wie das Rohr hier so liegt hier, wie du dein dickes, langes, fettes Rohr hier verlegt hast, Groschi, bin so neidisch. Ich war schon hier. Groschi, lass dir ja keinen Bären aufbinden. Wieso? Da hat hier echt ein dickes, langes, fettes Rohr liegen, das kann man nie anders sagen. Das ist etwas schwarz, was mir jetzt ein bisschen Sorgen machen würde unter anderen Bedingungen, aber so geht's. Ich muss jetzt erstmal meine Pizza loswerden, glaube ich. Das gibt's nicht. Ich muss wieder an die Wand. So geht das ja nicht, ne? Ich sag jetzt endlich. Ist schon Mittag. Das kann nicht sein, oder? Ist schon Mittag und die. Wir sind schon in Folge 3. Ich weiß nicht, was ist hier los? Was ist hier los? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, oh, oh. So, ich habe zumindest schon mal eine Pizza über dem Bett hängen. Das ist schon mal nicht das Falscheste, was man machen kann. Dann esse ich jetzt das herzhafte Frühstück und muss nie wieder hungern. Was, du, ist das Herzblatt zum Frühstück? Nein, das herzhafte Frühstück, das Herr Groschi mir gemacht hat. Und ich esse und ich esse und... Oh, ich bin doppelt, komplett doppelt satt. Wie krass. Ich habe jetzt alle Balken gelb. Also alle Hähnchenkeulen sind jetzt gelb. Wie viele Hungerkeulen hat es verloren gehabt? Ich hatte überhaupt keinen Hunger gehabt. Ich habe einfach nur endlich mal diesen einen Slot frei haben wollen. Ich hatte also eine halbe Keule Hunger und jetzt bin ich komplett gelb. Ups. Mal gucken, wann ich das nächste Mal essen muss. Wahrscheinlich verhungere ich dann, weil ich vergessen habe, dass man in Minecraft überhaupt essen muss. Was meinst? Kann das passieren? Hm. Ja. Ah, ihr Schweinchen, ihr bekommt bald Nachbarn. Ja, da freut ihr euch, ne? Ja. Irgendwie, wenn ich ein Schweinchen wäre und Hase es auf die Art und Weise mir verkündet, würde ich Angst bekommen. Ich kann mir nicht genau erklären, warum, aber ich glaube, ich würde Angst bekommen. Und ich glaube, ich würde laufen. Um mein Leben. Bausch. Baufusch. Ja. Ja, bei mir auch gerade. Ich mache ihn selbst. Das ist guter, selbstgemachter Baufusch. So geht's. Ich habe einen Fusch um meine Eier. Der Text ist irgendwie doof. Ja, also so. Der hat das knallrote Gummiboot besser zugepasst. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Ja, dieses mit diesem Gummiboot fährt er hinaus. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Hellgrüner Stein. Ich habe hellgrünen Stein gefunden. Ich habe hellgrünen Stein gefunden. Boschi. Ja. Ich glaube, ich habe das Rohr verstopft. Nö. Also du garantiert nicht. Es zählt aber nicht runter. Ja, dann ist es verstopft, aber du warst es garantiert nicht. Ich habe nur Gemüse eingeworfen. Hier sehe ich schon zum Beispiel mal eine rosa Blume im Rohr stecken. Die ist nicht von mir. Also liebe Zuschauer, so nennt man das heutzutage, wenn man Drogen konsumiert. Ich habe nur Gemüse eingeworfen. Aber jetzt müsstet ihr laufen, ne? Lauf, Forrest, lauf. Es tut sich aber nichts. Zombiefleisch. Das ist nicht von mir. Da übernehme ich keine Verantwortung für. Ich habe eine Verstopfung. Wieso sind denn eigentlich Weizenkörner durchgelaufen? Habe ich Weizenkörner gelaufen? Kann ich dir irgendwo den Marmor reinstecken? Ah, da ist irgendwo eine Steinkur, da bei dir da. Oh, da. Ey, Kulit. Das muss noch auch mit. Ist jetzt oben wieder ein bisschen Platz? Roddy? Ja. Ich habe Andesit gefunden. Das ist ja in normalen Minecraft schon irgendwie eine dröge Sache, aber hier ist irgendwie auch nicht besser. Was machst du mit Salz? Guck mal, Junge. Für den Winter. Entschuldigung, ich bin hier verzweifelt dabei, irgendwelche Ressourcen für das Anbautreppenhaus zu craften, krabbeln, farmen. Ich glaube, ich muss anfangen, extrem Essen zu machen, das wäre wieder... Oder ich werde was anderes machen.
Du kannst aber, wenn du magst, Lucrezia beim Kochen mal dazu holen. Ne? Die kocht auch sehr gerne. So. Die, aber Kumpel wird nie satt. Wart ich? Ja, gut. Das ist ihm alles zu gesund und zu wenig Kalorien. Nein, 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 halt, 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 halt. Von zu gesund kannst du bitte bei mir nicht reden. Ich bin eher noch geneigt, noch gesünder zu gesünden. Was wolltest du? Der Kumpel ist ein Öko. Oh. Und Hase sagt gleich. Ich hab schon I gesagt. Ja, ist auch wer. I wer. Koko wer. Koko wer. Nee, Koko wer ist gut. Kinder in Rotwein. Ja, wir haben rausgekriegt, was die Kinder waren. Ich hab's aber wieder vergessen, aber Lucrezia weiß, das kann Titi kein Französisch. Also, das nervt. Die Kinder waren Lesofond. Ja genau, les enfants au revoir. Sie darf auch klappen. Ja genau, Rezept. Also enfants au revoir. Enfants au revoir. Lecker enfants au revoir. Enfants au revoir meinst du? Ja, Kinder in Wein. Ja, au revoir, nicht au revoir. Au revoir, Jules Verne. Sacré cœur. Je parle pas français. Es ist total traurig, wenn man den ganzen Tag im Lager verbringt, den ganzen Tag versucht, das Lager zu erweitern und den ganzen Tag ist mein scheiß Inventar voll. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Und der Kompost ist leer. Ja, dann hol doch Bambus. Wo soll ich das finden? Die Riesendinger, die da mitten in der Landschaft stehen. Einfach. Aber mit Riesendingern kann ich nicht dienen. Und vor den Riesendingern steht sogar eine Kiste voll mit Bambus. Den kann man sich einfach rauspflücken und ab in den Kompost. Muss ich mal umgucken. Die Maschinerie zählt wieder runter. Top. Ja, und diese Riesendinger, die wachsen da hinten, da so auf dem Weg zu Hases Tempel, da so vor sich hin. Ach, ein Teehaus. Teehaus, kein Tempel, Entschuldigung. Teetempel. Kettergeil. Tapau. Oh, Salz. Timmer! Was? Timmer! 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 Ja, dann Hase, wenn wir dann irgendwann doch nochmal wieder TTT aufnehmen, musst du mal fragen dann bei Gelegenheit, ob dann das Nalfa-Bär dann auch mit aufnehmen würde wollen tun. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich sollte Bambus holen, jetzt habe ich den ganzen Baum kaputt gemacht. Bambus? Baum? Dann tust du einen Bambus wieder hinsetzen und der wächst dann wieder, wie Bambus eben wächst. Ja, genau. Oh je. Und man haut Bambus immer einen über den Boden weg, nicht den am Boden. Wieso hab ich gemacht, dann war der... Ach so, einen über den Boden. Einen über den Boden, dass einer stehen bleibt, ansonsten muss halt einen wieder setzen. Ist ja auch nicht so wild. Der ist morgen früh mindestens fast wieder genauso hoch. Ja, ja, Bambus ist wie... Wow, morgen früh wird Nacht. Komm, wir Nacht, komm. Ja, warte. Ich hab dir mal das Salz hinten reingeschoben. Oh, ich kann schon wieder nicht richtig sprinten. Ich kann. Ich kann nicht, weil ich kann dauernd vergessen, wie die Tasse ist. Beziehungsweise mit... Alle da? Ich bin im Bett. Lucrezia fehlt noch. Ja, ich bin in den Batsch gefallen. Aber ich habe schon das Schwert gezückt. Meins? Ich bin auf die Tasche gefallen. Bin schon da. Wer macht denn hier aber den Balkon auf? Da kommt zu. Wird kalt. Nein, wird kalt. Ach, Papp. Sollen wir den Balkon hier aufmachen? Ich mag das Haus. Ich mag das Häuschen, weil diese Schritte so im Untergestock und so und das Gelabere und so, das ist total schön, das Häuschen. Wir hatten die Schlafzimmertür aufgelassen. Sag mal. Entschuldigung, ich habe immer Säcke vor der Tür. Moin! Moin! Wohnst du am Hang oder was? Ja. Geh dir vor der Reihen zu. Aber merci, dass du mir vor der Nase dir nicht. Nein, das ist Gewohnheit. Ich mache Türen in Minecraft immer hinter mir zu. Ich merke das schon. Das ist ein bisschen schwierig mit dir. Ja, das ist ja nicht neu. Frag da mal den Groschi, wie schwierig das mit mir ist. Oh.
Was? Wie? Gut. Mhm. Echt gut. Ja, ich weiß. Hab ich ja auch gemacht. Okay, scheiße. Oha, Groschi, oha. Oha. Nee, das muss sein. Die ist sowas von eingebildet. Wisst ihr, wenn ein Mann mal zu einer Frau sagt, du siehst echt gut aus, ne? Dann freut sich so ein bisschen die Frau, ne? Also ja. Freut sich da nicht. Nein. Hase tut was? Du müsstest, glaube ich, Golden Bamboo. Ach, ist ja. Ja, Hase, die sagt dann nicht Dank und freut sich, sondern ja, ich weiß. Also, ja, ist aber nicht so unvernünftig. Hase hat was gut gemacht. Dann sagt man, das hast du gut hinbekommen. Andere freuen sich. Manch einer heult, weil er ein Lob kriegt und damit nicht umgeht. Das Hase, ne? Das Hase, das heult nicht, das lächelt nicht. Das Hase sagt, jo, wichtig, hab ja auch ich gemacht. Das ist aber doch ein gesundes Selbstvertrauen. Ne, das ist schon nicht mehr gesund. Ich habe auch nie gehabt, dass ich gesund bin. Ja, für das Häschen eventuell schon. Für dich vielleicht nicht, aber fürs Häschen schon. Sie funktioniert damit, ja, ne? Also, sie ist ja sozusagen eine Göttin. Ja. Siehst du? Funktioniert. Für sie. Ach. Ach. Ich wollte ja erst Essen verarbeiten. Essen verarbeiten? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Huch. Haben wir noch die Sättel? Ja, eins zumindest. Warum sollten wir die Sättel nicht mehr haben? Weiß ich nicht, vielleicht verloren gegangen. An den Enderman verkauft. Ah, apropos. Krass nicht. Nicht den Verräter. Enderman hüpfen hier und da und überall. Das sind sie da, wenn du sie brauchst. Das sind die Endermans. Na, siehst du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, die Gummibären. Oh Gott, 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 oh Gott. Die waren top. Ey, das war so cool. Ihr kennt ja bestimmt die Leute, ne, mit ihren geilen Autos, fett aufgedrehte Musik, ne? Ja, das macht Kumpel auch immer. Was? Und da ist letztens einer so, wie es nicht sehr spät. Entschuldigung, Groschi. Mit meinem 2 Watt Blechröhrenradio oder wie stellst du dir das vor? Na gut. Stellt sich gar nicht vor, erzähl, Groschi. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Achso, ja, das war irgendwo spät. Das könnte sogar Richtung 0 Uhr irgendwo gewesen sein. Da fährt doch so ein Vollhund, ne? So richtig mit volle lautesten Musik so durch die Stadt. Ja. Und die Uhrzeit, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das Geile allerdings daran war, dass sie nicht gemacht hat, sondern Gummibären. Hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Ja. Himmel, Eichenholz und Zwirn. Haben wir noch Eichenholz? Ah, jetzt habe ich meine Kekse ins Rohr gelegt. Nein! Die Haferkürbiskekse. Ich hab's gerettet, sie sind wieder da. Nein! Doch! Nein! Ich lass mich doch nicht meine Kekse abnehmen. Oh, jetzt habe ich wieder die Pflanze kaputt gemacht. Pflanz. Ich hab zu viel Aggressionen. Das weiß ich doch. Der Klatschi-Counter für Lucrezia auf Kumpel steht mittlerweile übrigens bei 1. Oh. Ah, mit der Faust auf den Oberarm. Aber der Groschi sagt, es wäre Liebe, wenn sie sowas macht. Ich möchte ihm glauben. Ich wollte gerade sagen, Groschi wollte dich da nur beruhigen. Ich, ja, vielleicht, aber ich möchte ihm glauben. Liebe Zuschauer, was sagt ihr dazu? Ist es Liebe, wenn eine Frau einen Mann schlägt? Ja. Die schweigen verdächtig still, kann das sein? Groschi, hast du was gehört? Haben die was gesagt? Nee, ne? Die sind still geblieben. Das war klar, die lassen uns jetzt mit den Weibern allein. Das,
Die sitzen alle vorm Monitor gerade und lachen sich kaputt, weil sie uns mit den Weibern allein gelassen haben. Ihr seid Verräter! Ihr seid Verräter! Hey, jetzt mach doch mal nicht da ein Hemd da hin. Ich schlaf. Was war das denn für eine Sprache? Was denn? Ich habe überlegt, was ich machen würde. Ich bin zu vergesslich zum Überleben. Ich bin zu vergesslich zum Überlegen. Das ist süß. Zu vergesslich zum Überlegen sein. Oh je. Der erste Plan war doch der bessere, ne? Huch. Kann ich mal kurz. Ups. Ups, ups, ups. Und jetzt hier. Ups. Und dann geht's hier hoch. Ups. Und dann geht's hier hoch. Ups. Und jetzt sind wir auf dem. Nein. Sind wir nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Das funktioniert, aber das können, wir können ja nicht hier noch größer. Das geht nicht. Das kann man nicht bringen. Das geht einfach nicht. Wenn man nämlich hier sitzt, dann könnte man. Ups. Yeah. Hallo. Aha. Yeah. Wieso, weshalb, warum? Also, falls ihr die Haustür sucht, die ist schon umgezogen. Die Haustür ist umgezogen? Ja, die Haustür ist schon umgezogen. Die traut sich. Ja, die zieht jetzt gerade um. Die ist jetzt im Moment oben schon. Also, im Moment ist der Eingang nur oben. Aus Ermangelung von weiteren Türen, weil ich so schnell nicht nachkomme. Aber ich dachte mir, ich safe erstmal die Schlafräume. Unten, der Raum ist im Moment gar nicht betretbar. Noch nicht. Kommt. Groschi, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Warum denn das? Ach, jetzt war hier hinter doch die Krusch, ne? Naja, dann erstmal hier weg damit. So, geht auch schon. Dann kommen wir durch. Die Treppe da fliegt eh wieder raus, ne? Weil hier kommt ja die Außentreppe, dann kommt man hier rein, ne? Das ist also hier wird ein Türrahmen, ne? Und da wird ein Türrahmen und hier wird dann der Eingang hier in das wunderschöne Wohn-Ess-Gemach, so, ne? Gemachliches Essen. Und hier baue ich jetzt erstmal ein, ich weiß nicht, das ist komplett aus Stein, ist auch wieder Scheiße. Alles Scheiße, alter Groschi. Ihr wollt eigentlich ja. Öl herstellen, jetzt halt Erdnussbutter herstellt. Naja, gut. Aber kann man auch essen, ist ein Imbiss. Oder verwenden. Kaloria. Was? Kalorien, Erdbeerbutter. Erdbeerbutter. Ja, hätte es kein Auto werden sollen, wenn es nicht mit Erdnussbutter funktioniert. Genau, hätte Fahrradkette. Ah. Hallo, Herr wer war's? Das ist nicht der. Wer hat das gesagt? Ich kann mich gerade nicht erinnern, wer es gesagt hat. Das ist ein Problem, aber kein sehr großes. Glas. Das funktioniert so nicht. Guck, Kinder, das funktioniert so nicht. Das hat man. Ui! So. Der alte Mann schlägt das Holz weg. Der alte Mann und das Holz. Und das Meer. Ja, das hier wird ein Außentreppenhaus, nebenbei bemerkt. Aber weiße Rosen aus Satin geht besser. Ja, weiße Rosen aus Satin. Groschi, kannst du deine Wunderscheiben auch irgendwie wieder abbauen, ohne sie zu zerstören, oder geht das nicht? Ich glaube nur mit zerstören. Nein! Sagen dir, komm recht bald wieder. Was haben wir denn viel Holz? Wahrscheinlich nur Trope, ne? Also hat uns ja mit Trope überschwemmt. Hä? Nicht nützliches Holz, sondern dieses blöre Holz, das keiner jemals für irgendwas benutzen kann. Das hier, Tropenholz. Wow, und Tropenholz. Ja, ich gehe gleich in die Wüste, Herr Sandsammel. Nee, erst dunkel, erst Nacht, erst pennen. Ja, machst du mir noch eine Schippe oder zwei? Aus Stein ist mir egal. Mein ganzes Werkzeug aus Stein. Ich gehe ins Bett, wenn es dunkel wird. Ich gehe auch ins Bett. Oh, süß, mir nee, einen kleinen Blick habe ich noch, das schaffe ich. Denk dran, der Aufgang ist jetzt schon an der Seite. Und das neue Gehege hier ist für Schafe, Kühe und Pferde. Und Polmikaden.
Ja, wenn du den fängst, ist es okay. Okay. Bin im Bett. Der kleine Junge ist im Bett. Kuschel, 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 kuschel. Kuschel, kuschel, kuschel. Das wird mir doch zu dunkel, Hase. Obwohl es so dunkel war, noch gar nicht. Aber es ist jetzt Schlafenszeit. Lass die Tür auf, ich komme hinterher. Ich bin nackt. Denk dran, die Tür ist an der Seite. Da ist gar keine Tür drin. Wo ist keine Tür drin? Unten? Ich wäre unten gegen, gegen Steine und Holz gegen gerannt. Lucretia? Lucretia? Ich, ja. Verlaufen. Wohin? Naja, ich kann die Treppen nicht so schnell nehmen wie ihr. Ach so. Groschi, du beobachtest mich, während ich hier am... Was? Er bereitet sich vor. Aha. Aha, aha, aha. Was? Ja. Ja, mein Minecraft ist wieder hängen geblieben. Was schon? Nein, mein Minecraft ist hängen geblieben. Aber doch schon mal länger durchhalten als vorher. Ja, so kann man das nennen. Hier führt eine Treppe hoch, das ist ja nicht so optimal. Die muss schon weg. Ich muss die Treppe anfahren. Entschuldigung, Groschi. Diese Treppe muss weichen. Weiche, liebe Treppe, weiche. Ich vergesse zwei Schaufeln. Und dann geh ich Wüste und hol Sand. Dann geh ich Wüste? Alter, ich geh Wüste, weißt du? Voll von konkreten Sand. Ja. Hört sich gut an. Ja. Ja, ich bin so voll. Zwei Stück ist zu wenig? Hör mal dieses Elendige hier, die braucht doch kein Mensch. Und dann... Ach, guck mal, ich habe noch eine blaue Heidelbeere reinstecken. Das ist ja ein Traum. Jetzt hat sich die hier irgendwie zu mir verirrt. Da hinten wachsen die. Da, die, da, die, da, die, da, die, da. Uff. So, und jetzt könnte ich ja als erstes dann mal, wenn ich wieder Hunger habe, diese blaue Heidelbeere essen. Aber ich kann nicht. Ich gehe dir Lucretia schenken, wenn ich wüsste, wo sie ist. Ich stehe am Balkon, ich habe was im Auge. Was denn? Weiß ich noch nicht, ich will es gar nicht wissen. Ach so, in echt? Ja. Ich... kann dir leider die blauen Beeren nicht hochwerfen. Ich komme ja schon. Blaue Beeren aus Athen. So, hast du die Abkürzung durch nicht vorhandene Treppen ausgenommen. Hier, guck mal, blaue Beeren. Kannst du essen. Die sind nur zum Essen da. Für männlich. So als Snack. Als Snappy. Das kleine Krokodil. So, ihr... Schnappy. Ja, Schnappy. Ups. Komm her. So. Und jetzt habe ich das schon. Ich hätte mal Knef für mich singen können. Was? Für mich soll es rote Rosen regnen. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Adieu. Adieu. Ja. Mir läuft da so was Flüssiges am Ohr runter. Das ist Blut. Das ist Bluthase. Da weißt du, wie lange du in der Dusche warst, ne? Kommt der Ohrenschmalz schon so gelaufen. Nee, ich glaube, das lag daran, dass ich sang. Ah, aber dass du gesungen hast, ne? Ja, gesingen habe ich. Gesingen und gesangen und gesungen. Ich sing, sang rein. Und siegte, ja? Ja, das schwarze Hase hat das Spiel betreten. Wobei wir uneinig sind. Gell, okay, Groschi? Ha? Ob sie nun das Spiel dritt oder betritt. Naja. Wenn wir einlegen lassen, so. Naja, wenn sie das nächste Mal ausfliegt, sagen wir: Please hold the line. The person you're actually calling is not available. Ja, wir können doch nicht so deutlich machen, dass wir Angst haben und sie deshalb rausmobben. Naja, wenn ihr Angst vor mir haben, weil ihr seid wegen mir gestorben.
Ja, nee, also bei Hase stirbt man ja aus Kalkül. Bei dir stirbt man, weil man dich rettet. Sterbt. Was? Ja, ich hätte erwartet, wenn ihr mich rettet, dass sie überlebt. Ja. Wir haben uns geopfert. Ja, geopfert. Gott, ich habe jetzt die Scheiben eingeschlagen. Es tut mir so leid. Passiert. Es tut mir so leid. Also holt ja Sand. Was? Also holt ja Sand. Ah, Hase und Zahn. Ja, oh, Hase und Zahn. Dachte ich, deshalb ist die Wüste, Hase, ich mag dich. So. Oh, du Treppenhaus. So.